Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Schritt-für-Schritt-Reihe PS5. Wir haben ja schon das Hauptmenü mit der Karteikarte Spiele gemacht. Da sind wir gerade drin. Wir waren bei Medien. Wir haben uns den Shop, wir haben uns die Bibliothek angeguckt und wir haben uns Profil angeguckt und natürlich die Suche, die hatten wir ja auch noch mit bei. Jetzt wollen wir uns natürlich die Einstellung angucken. Und ihr braucht nicht hochgehen und immer rüberklicken, das dauert viel zu lange. Ihr drückt einfach Dreieck. Dann seid ihr bei der Lupe, also bei Suchen, und dann einfach einmal nach rechts drücken und dann seid ihr auf Einstellungen, Bestätigen, und ihr landet bei, wenn ihr bei Einstellungen seid, immer beim Netzwerk. So, ich kann hier nochmal rausgehen, so runter. So. Wir landen immer beim Netzwerk. Wir werden jetzt die einzelnen Einstellungen von oben bis unten durchgehen. Ich warne euch vor, einige Sachen sind an Orten, wo man sagt, was macht das da, das wäre woanders besser aufgehoben. Keine Ahnung, was Sony sich dabei gedacht hat. Naja, wir nehmen es so hin. Der erste Punkt ist jedenfalls Benutzerhandbuch, Gesundheit und Sicherheit und weitere Informationen. Viele uns, aber da gehen wir jetzt rein. Aber Benutzerhandbuch, Gesundheit. Rechtliche Hinweise. Bei Benutzerhandbuch, logischerweise das Benutzerhandbuch von Sony. So können wir jetzt hier zum Beispiel bereit machen für Spiele. Ja, ist halt das Benutzerhandbuch der PS5. Gesundheitsinformationen. Epileptische Anfälle und was man halt beachten soll, und man soll nicht so viel spielen und. Rechtliche Hinweise, PS5, Systemsoftware, Lizenz, Vereinbarung, da steht dann halt drin, Version 1.0 ist es gerade. Das wird auch ab und zu mal aktualisiert. Ja, auf was sie beschränkt ist und dass man halt nicht damit rumfummeln soll und all sowas. Hinweise zum geistigen Eigentum. Da sind jetzt als erstes die ganzen Logos von Sony. PS5, PS4 und wie die geschrieben wird und das richtige Logo und DualShock, PSP und dann diese Move-Bubble-Dinger. Neben DualShock, was ihr da seht mit dem Kringel da, das ist von diesen Move-Bubble-Dingern. Dann PlayStation Plus-Logo, Sony und dann hier Sony Entertainment-Logo. Marken von Sony Corporation. Ja, Dolby, DTS HD, also das, was wir in der PS5 halt drin haben. Und wo Sony praktisch Lizenzen hat für die einzelnen Codecs und was hier integriert ist, Java zum Beispiel. Dann Open Source. Open Source heißt, ja, Open Source, also da brauchen sie für die Lizenzen nichts bezahlen. Da kann man dann noch mal durchlesen. Gehen wir ganz nach unten. So. Aber alle dann halt in Englisch. Mehr ist das halt nicht. Also viel Blabla. Jo, dann würde ich sagen, in den 3 Minuten, 3 Minuten noch ein Video, alles abgearbeitet. Reicht ja auch. Also, wenn ihr lesen wollt, tut euch das an. Ich habe es mir bei der PS3 nicht angetan. Ich habe es mir bei der PS4 nicht angetan. Und ich werde es mir garantiert bei der PS5 auch nicht antun. Ich wünsche euch was. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.